Ein Teil meiner Persönlichkeit, muss ich gestehen, ist ja ziemlich faul. Ja. Der freut sich über alles, was einfacher ist. Ja. Stecker gehört da nicht dazu. Was aber dazugehört ist, dass Apple ja vor einiger Zeit was sehr Interessantes gemacht hat, nämlich so einen kleinen Fingerabdruckscanner eingeführt hat. Ja. Die Frage, ob Apple jetzt die ersten waren, mag ich mal nicht beantworten. Ja. Vielleicht hat es irgendeinen anderen schon gegeben. Aber es hat zum ersten Mal diese Massenverbreitung gefunden. Ja. Und ein anderer Teil meiner Persönlichkeit, ja, ist also der Security Guy, ja, der steht auf alles, was Security geht. Ja. Und die zwei, die verstehen sich nicht gut, ja. Die streiten oft, ja, so wie diese Teufel. Und ich möchte heute darüber reden, quasi have the right touch, welche Fallstricke gibt es, wenn ich diese Touch-ID, ja, von Apple quasi in meinen Apps einbinde. Was kann ich da falsch machen? Kurz zu mir als Gesamtheit. Mein Name ist Severin Winkler, ich komme von SBA Research. Wir sind ein österreichisches IT-Forschungsunternehmen. Wir machen da viele App-Tests, unter anderem auch Mobile-App-Tests und haben da verschiedene Kooperationen. Genau, aber ich wechsle auch gerade die Firma, deswegen ist das noch gerade drinnen. Ja. Kleinigkeit. Ja, Touch-ID. Worum geht's? Die Touch-ID ist quasi ein biometrischer Fingerabdruckscanner, ob iPhone 5S und in den moderneren iPads drinnen. Was war das Ziel von Apple? Früher war es so, je nach Statistik hat es sehr viele Leute gegeben, die überhaupt keinen PIN gehabt haben. Ja, die hat PIN genervt und Passwort schon gar nicht und die haben die Handys einfach unverschlüsselt gehabt. Ja. Problem, wenn dann die Handys gefladert werden, auf gut Österreichisch, ja, dann war der Ofen aus, ja, weil dann hat man Zugriff gehabt und es war nicht so toll. Jetzt hat Apple halt diesen Fingerabdruckscanner gemacht, das ist das Touch-ID, und dann ist es, man muss, wenn man die Touch-ID verwendet, einen PIN geben, ja, PIN verwenden, und damit ist die Rate an Leute, die überhaupt keine Sicherheit beim Handy haben, ziemlich zurückgegangen. Eine spannende Sache, das heißt, das muss man Apple echt zugute halten, sie haben die Overall Security, ja, von der ganzen Crowd angehoben, weil es einfach einfacher war. Das Ziel eigentlich laut ihrer Dokumentation wäre, ja, das wäre das Idealszenario, dass ich ein alphanumerisches Passwort bei meinem Handy habe, ja, irgend so ein Ausdruck aus der Bibel oder irgend sowas, ja, aber die Touch-ID. Weil dieses Passwort muss ich nur mal ganz selten eingeben, ja, sondern wenn ich mein Handy neu starte oder wenn ich fünfmal meinen falschen Finger hingehalten habe. Ja. Das heißt, die Usability sollte gleich bleiben, aber die Sicherheit sollte nach oben gehen. Ja. Das hat meine zwei Persönlichkeitsteile natürlich super toll, hat ihnen getaugt. Ja. Und was Apple auch gemacht hat, sie haben da so eine Secure Enclave eingeführt. Ja. Das ist eigentlich so etwas Ähnliches wie ein TPM-Chip in den normalen Rechnern, so ein kleiner Chip, der spezielle gesicherte Bereiche speichert, also da sind Passwörter drinnen, whatsoever. Bei dieser ganzen FBI-Geschichte, ja, die was ich jetzt nicht anschneiden möchte, hat es das noch nicht gegeben, ja? Aber das kann man mich nachher noch fragen. Das heißt, da drinnen werden auch die Informationen über die Touch-ID gespeichert. Also kurzes Foto. Zwei Tage nachdem es eingeführt worden ist, hat der Chaos Computer Club, unsere guten Freunde aus Berlin, gleich ein Paper veröffentlicht, weil die haben die Touch-ID so art gehackt. Ja. Was haben sie gemacht? Sie haben einmal von einem Finger ein Foto gemacht, haben das Foto auf eine Folie gegeben, die Folie auf eine Leiterplatte gegeben, haben das dann irgendwie geätzt, haben so halt ein Negativ vom Fingerabdruck gehabt, haben dann Leim reingegeben und dann quasi einen Finger drauf da, um den Leim dann auf dem Finger zu haben. Man sieht ja, das ist eine grausige Geschichte. Ja. Und dann quasi haben sie so die Touch-ID umgangen. Ja. Weil das ist halt nicht sehr viel Sophistication drinnen. Ja. Das heißt, man kann es schön umgehen. Man braucht jetzt halt nicht ein FBI haben oder irgendwelche 100 chinesische Hacker. Es geht eigentlich sehr schön. Vor allem sehr schön ist es, wenn man zum Beispiel auch so ist, in der Kantine gibt es Cordon Bleu, ja, und das ist ein bisschen fettig und dann sind die Fingerabdrücke sowieso schon auf dem Handy drauf. Ja. Also das heißt manchmal so, ich finde das Handy, ein fetter Fingerabdruck ist drauf, Touch-ID, blöde Kombination. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt hat quasi aus, wenn ich jetzt, also früher hat man die Touch-ID nur verwenden können für die Gerätesperre. Ab iOS 8 kann ich sie auch quasi in Apps ansprechen, programmatisch. Und das Problem, was ich habe, wenn ich das verwende, um meine App zu sperren, weil ich irgendwelche sensiblen Geschichten drinnen habe und ich verwende die Touch-ID und ich stehle das Handy, dann kann sich der, in dem Fall der Chaos Computer Club, einloggen, in die App einloggen, weil die das auch verwendet und vielleicht, wenn ich irgendwelche kritischen Funktionen habe, ich denke jetzt zum Beispiel an so Banküberweisungen, ja, das auch nur per Touch-ID sichere, zack, bin ich sofort drinnen und ja, der Ofen ist wieder aus.
Das heißt, man muss sich dessen bewusst sein, wenn man die Touch-ID verwendet in den eigenen Apps. Ja, und jetzt möchte ich gerne zwei Aspekte für Entwickler, also Richtung Entwickler gehen. Das erste ist, die Touch-ID kann man auf zwei verschiedene Arten verwenden. Mit dem Local Authentication Framework und einer Keychain-Einbindung. Was meine ich damit? Einfach gesprochen, ich kann es auf eine Art verwenden, dass immer ein Ja-Nein zurückkommt. Das heißt, ich lege meinen Finger drauf, wenn es der falsche Finger ist, der nicht registriert ist, sagt das iPhone No. Wenn es der richtige Finger ist, einer von fünf möglichen, sagt es Ja. Aber es sagt nur Ja. Das heißt, ich kann da gewisse Checks machen, ob der Finger registriert ist. Und das ist natürlich nur lokal am Handy, da geht nichts an Apple, ein bisschen wie bei Siri, sondern das ist rein lokal. Das heißt, wenn ich ein Jailbreak drauf habe, ja, und ich bin so ein Hacker und will was machen, kann ich das nachher im Programmfluss umgehen. Ja? Das zeige ich jetzt nicht, weil das würde zu viel Code ausarten. Das heißt, das ist von der Sicherheit her, ja, ist schon okay. Aber ich würde mich nicht drauf vertrauen, vor allem bei wichtigen Sachen. Beim zweiten, bei dieser Keychain-basierten Art, ist es so, diese Secure Enclave, da kann ich auch Daten reinspeichern. Und das ist ziemlich cool, weil an die Daten kommt man nur ran, wenn ich die richtige Touch-ID habe. Das heißt, ich kann die nicht anders auslesen. Da kann ich nämlich in die Secure Enclave auch kleine Datenschnipsel reinlegen. In der Praxis sind das oft diese Long-Term Session Cookies. Das heißt, wenn ich mich wo einlogge und lange eingeloggt bleiben will, wenn ich das Hackl angehackt habe, dann kann ich dieses Session-Token in meine Secure Enclave einsperren quasi, da ist es sicher gespeichert, es kommt keiner ran. Und nur wenn ich den richtigen Fingerabdruck habe, kann ich die Daten auslesen und kann dann die zu mir zum Server schicken, dort checken, ob ich der Richtige bin und dann passt und kann das so verifizieren. Das heißt, das sind die zwei Arten, wie ich die Touch-ID einsetzen kann. Modern und ein bisschen besser ist diese Keychain-Variante, weil da kann ich einfach mehr machen. Und das Zweite ist, die meisten verwenden das iPhone alleine, ja, aber wir haben schon gehört, es gibt iPads, gibt es auch die, was von verschiedenen Familienmitgliedern verwendet werden. Das ist vielleicht eine Sache, beim Rudolf in der Familie wird es vielleicht auch einmal Tablets geben oder so, wenn sie den Handystreit beigelegt haben. Und vielleicht gibt es ein Tablet, was mehrere verwenden. Ja? Gott steht uns bei, ihr seid vier Leute. In meinem Beispiel gibt es drei Leute, ja? Vater, Mutter, Kind. Ja? Die haben alle, die haben quasi ein Device, ja? Teilen sich ein iPad und haben alle ihre Finger registriert. Also jeder hat einmal einen Finger registrieren dürfen. Es gibt zwei Konzepte. Verifikation versus Identifikation. Ich habe das mit Büdern gemacht, da geht es leicht. Wenn jetzt wer herkommt und seinen Finger aufs iPad drauf gibt, dann habe ich bei der Verifikation Folgendes, dann sagt mir das Gerät, okay, es ist einer von den dreien, die registriert sind. Passt, du darfst rein. Bei der Identifikation sagt er mir allerdings, okay, das ist einer von den dreien und es ist der Sohn. Das heißt, ich erkenne, welcher Fingerabdruck der gespeicherten ist. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was am iOS ist. Ich kann am iOS nur eine Verifikation machen. Das ist ganz interessant. Also wenn ich fünf Fingerabdrücke registriert habe, bekomme ich nur die Information, ja, das ist ein registrierter Fingerabdruck, aber er sagt mir nicht, das ist der Kali oder das ist der Vater oder was auch immer. Und das ist eine interessante Geschichte, weil im Normalfall ist das ja wurscht beim iPhone, wenn es nur eine Person hat. Aber sobald es gescherte Geräte werden, wird es spannend. Und auch wenn man sagt, okay, dafür sind die Benutzer selbst verantwortlich, ja, kann man es so sehen, aber es sollte trotzdem beachtet werden. Weil vielleicht, wenn ich jetzt irgendeine eine App habe, die nicht für meine Kinder geeignet ist und die wird geschützt durch die Touch-ID, dann können die aber trotzdem natürlich rein, weil auch wenn ich die App aktiviere mit meinem Fingerabdruck zum Beispiel und denke, super geil, Kinderschutz, nein, ist nicht so. Ich kann nur eine sogenannte Verifikation machen und keine Identifikation. Das sollte man beachten. Also als Entwickler ist es so, man sollte die Touch-ID unbedingt einsetzen. Die Overall-Security wird dadurch erhöht. Es ist super. Es gibt zwei Arten, die Ja-Nein-Variante oder die Keychain-Variante. Und es gibt nur die Verifikation und keine Identifikation. Ja, und quasi auch für alle Nicht-Entwickler, am besten ist es, und dann werdet ihr zu den super Security-Hipstern, wie ich sie immer nenne, wenn ihr ein Passwort habt zum iPhone und die Touch-ID, dann kann euch nichts mehr passieren. Sage ich jetzt einmal so. Und mit dem höre ich auch schon auf, ja, weil die Pause rückt näher.
Ich habe noch ein paar Backup-Folien, aber die hebe ich mir auf, falls wir wissen, wie es unter Android ausschaut, ja? Und wo zum Teufel man im iOS ein Passwort angibt, ja? Das wird dann nachher zu mir kommen, weil es ist ein bisschen versteckt. Danke.